Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe heute für euch ein Aufgebrauchvideo. Das gab es jetzt schon länger nicht mehr auf meinem Kanal. Ich glaube, 2-3 Monate habe ich keins mehr gemacht. Und dementsprechend haben sich einige Produkte hier drin angesammelt. Und ja, damit das Video nicht zu lange wird, würde ich sagen, wir fangen gleich an. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Als erstes aufgebracht habe ich hier von Garnier meinen Augen-Make-up-Entferner, den Clean and Fresh mit Traubenextrakt. Wer mich schon länger verfolgt, der kennt den. Ich mag den am liebsten. Der tut nicht in meinen Augen weh, der brennt nicht, der hinterlässt keinen öligen Film. Einzigste Manko ist, wasserfeste Mascara nimmt der nicht so gut ab. Er nimmt sie ab, aber halt wie gesagt nicht ganz so gründlich und ordentlich und schnell wie ein ölhaltiger Augen-Make-up-Entferner. Aber ja, ansonsten liebe ich den und kaufe ich mir immer wieder nach. Dann habe ich auch aufgebracht von Valea diese pflegenden Reinigungstücher. An sich fand ich die nicht schlecht, allerdings fand ich sie etwas kratzig auf der Haut. Und ja, aus dem Grund werde ich sie mir erstmal nicht nachkaufen. Dann habe ich aufgebracht hier von Montange Jeunesse die Tuchmaske mit Gletscherschlamm. Ich mag diese Masken hier sehr, sehr gerne. Sie tun meine Haut gut, sie pflegen gut, sie reinigen gut und ja. Und auch der Duft ist richtig angenehm. Es ist eine Tuchmaske, sie lässt sich einfach wieder abnehmen. Man hat nicht dieses Abnehmen von der Maske wie bei anderen Masken. Und ja, mag ich immer wieder sehr, sehr gerne und ja, wird auch mit Sicherheit wieder meinen Einkaufskorb wandeln. Dann einmal aufgebracht von Kneipp, Badekristalle mit Lavendel, Träume der Provence. Mag ich mega gerne, liebe ich. Ich mag den Lavendelduft, es ist halt so zum Entspannen, zum Runterkommen nach einem anstrengenden Tag ist Lavendel einfach richtig, richtig gut und es riecht halt angenehm, wirklich entspannend und ja, wird auch wieder nachgekauft, mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier von Garnier Wahre Schätze dieses Ahornbalsam mit Rizinusöl aufgebraucht, fand ich eine Zeit lang sehr gut. Mittlerweile mag ich es einfach nicht mehr. Ich finde den Duft mittlerweile einfach viel zu intensiv. Und ja, ich habe noch eine Packung in meiner Sporttasche. Die wird noch aufgebraucht und dann erstmal nicht mehr nachgekauft. Dann auch aufgebraucht, auch von Garnier aus der Ahornbalsam-Reihe, da die Spülung. Ich hasse die Verpackung, weil man muss sie aufschneiden und es ist wirklich ungelogen noch 4 Anwendungen in dieser Verpackung drin, aber man bekommt sie ohne Aufschneiden einfach nicht raus. Und sowas mag ich nicht, deswegen wird das auch nicht mehr nachgekauft, einfach weil die Verpackung Mist ist. Also ich finde das einfach nicht fair, dass man solche Verpackungen baut, die halt, wo die Hälfte des Produkts einfach noch drinnen bleibt, weil man sie nicht mehr rausbekommt. Also verstehe ich nicht. Habt ihr da auch solche Probleme? Wie findet ihr das? Also ich finde es halt echt doof, ne? Und ja, auch hier der Duft halt wirklich intensiv und mag ich momentan einfach nicht mehr. Deswegen erstmal kein Nachkaufprodukt. So, genau das gleiche Problem auch bei dieser Spülung hier. Das ist die mystische Olive. Auch das mochte ich eine Zeit lang sehr, sehr gerne. Wie gesagt, der Duft ist an sich sehr gut, aber ich weiß nicht, momentan mag ich dieses Intensive einfach nicht. Dann hatte ich eine Probe hier von Riches in einer Zeitschrift und ja, Black Soap mag ich nicht. Ich weiß nicht, also so riecht es irgendwie schon ganz gut, aber unter der Dusche hat es mir irgendwie überhaupt nicht gefallen. Nee, also mochte ich überhaupt nicht, werde ich mir deswegen auch nicht nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht von Luvus die Soft Peeling Maske. Diese Heilerdenmasken mag ich sehr gerne. Auch diese Masken reinigen das Gesicht echt gründlich und hinterlassen ein richtig angenehmes Hautgefühl, was ich von so einer Maske halt auch erwarte. Und ja, wird auf jeden Fall nachgekauft, weil ich mag diese Masken einfach sehr, sehr gerne. Dann einmal aufgebracht von Evelyn, die 40 Wattepads. Ich weiß nicht, ich habe jetzt zwar nochmal so Maxi-Pads gekauft und ich hoffe, dass die nicht so fusseln, wie diese kleinen hier fusseln, weil die fusseln extrem. Also, ich weiß nicht, also das Problem habe ich bei den Rossmann Wattepads nicht. Also die fusseln halt extrem, also wirklich. Und ich finde es halt auch nicht gut, weil
Ich schmink mir damit die Augen ab und wenn die so fusseln, dann bleibt halt auch immer irgendwas am Auge hängen oder im Auge schlimmstenfalls. Und das sollte so ein Produkt nicht tun und ja, deswegen werde ich mir die erstmal nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich einmal wieder ein Haarspray aufgebraucht von Elnett, das Leuchtkraftstarke Halt Haarspray. Ich mag die Elnett Haarsprays sehr gerne. Ich finde den Duft jetzt nicht schlimm, er verfliegt recht schnell wieder und der Halt ist halt echt gut und meiner Meinung nach sollte halt ein Haarspray in erster Linie Halt bringen und das tut es auch. Und deswegen werde ich mir von Elnett auch immer mal wieder Haarspray nachkaufen. Ja, dann einmal aufgebraucht von Palmolive, den Mint Shake. Mochte ich als Dusche gar nicht. Überhaupt nicht. Wir haben es in den Handseifenspender getan und ja, da kann man den aufbrauchen. Aber wie gesagt, als Dusche mochte ich das überhaupt nicht. Hat mir nicht gefallen und werde ich mir deswegen auch nicht nachkaufen. Ja, dann habe ich noch ein Haarspray aufgebraucht und zwar dieses Haarspray Vital Fülle und Pflege, sichtbar volleres Haar. Naja, kann ich jetzt nicht bestätigen, dass ich deswegen sichtbar volleres Haar hatte. Es hat gut gehalten, es hat gut geduftet. Ja, kann ich mir aber so auch vorstellen nachzukaufen. Aber momentan habe ich andere Haarsprays, die ich lieber hernehme. Deswegen kommt es erstmal nicht mehr in die Einkaufstüte. Ja, dann habe ich hier das Peeling aufgebraucht von Tracklemoon in der Duftrichtung Sherry. Den Duft mochte ich sehr gerne. Das Peeling an sich war mir zu lasch. Also die Kügelchen haben mich nicht gepeelt. Es ist halt wirklich ein, ich glaube steht es auch drauf, Soft Peeling. Nö, steht jetzt hier nicht drauf. Also wie gesagt, also ich erwarte von einem Peeling, dass es alte Hautschuppen runternimmt. Und nicht nur so über die Haut so drüber fährt und man danach eigentlich nicht spürt, dass alte Hautschuppen weg sind. Und für mich sollte das wirklich ein Peeling tun. Das hat es nicht. Und deswegen werde ich mir den hier nicht nachkaufen. Ja, dann auch einmal aufgebraucht hier von Vella, das Balance Sculpt Lotion für empfindliche Kopfhaut. Das ist wie eine Körperlotion, nur halt für den Kopf und sorgt halt dafür, dass halt die Haut am Kopf nicht so schuppig ist. Ja, ich habe halt wirklich Jahreszeitenübergang und Winter extrem trockene Haut und auch extrem trockene Kopfhaut und das juckt, Leute. Also wirklich, das juckt wirklich und es schuppt und es ist nicht gut und ja. Deswegen, also den werde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Der hat auch so eine richtig angenehme Spitze. Damit kann man sich das hier praktisch gut aufgeben und wird dann praktisch einmassiert und sorgt halt wirklich dafür, dass die Kopfhaut mit Feuchtigkeit versorgt wird und das einfach wieder angenehmer wird. Und das tut es halt auch wirklich. Also das kann ich jedem empfehlen, der trockene, schuppige Kopfhaut hat. Probiert mal so eine Lotion aus. Ihr werdet den Unterschied auf jeden Fall merken. Dann hatte ich einmal drinne von L'Oreal El Vital Toner der Absolutpflegeschampe. Das war einmal in einer Glossy- oder Pinkbox, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Fettiger Ansatz, trockene Spitzen. Das habe ich überhaupt nicht. Also wirklich 0,0. Also wirklich nicht. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum ich so ein Shampoo in meiner Box drin hatte, weil ich gebe mit jedem Profil an, dass ich trockene Haut habe, dass ich auch trockene Kopfhaut habe und trockene Haare und ich hatte es trotzdem drin. Aber das Gegenteil von mir ist mein Freund, der hat extrem fettige Kopfhaut und der hat es aufgebraucht und der fand es ganz gut und könnte sich auch vorstellen, das nochmal nachzukaufen. Dann werde ich einmal aussortieren die Neutrogena Hydro Boost Reinigungslotion. Ja, warum sortiere ich das aus? Weil es auf meiner Haut brennt und spannt und es überhaupt nicht mit Feuchtigkeit versorgt. Ich glaube, ich vertrage einfach irgendeinen Inhaltsstoff in dieser Neutrogena Reinigungslotion nicht, was ich sehr schade finde, aber es bringt mir nichts, das jetzt aufzubrauchen. Ich habe es probiert, aber jedes Mal, wenn ich es verwende, brennt meine Haut, spannt meine Haut und tut dem weh. Und deswegen sortiere ich das jetzt aus und lass es lieber sein mit dem Produkt. Ja, dann habe ich hier einmal aufgebracht von Rosens. Das Rosenwasser mag ich sehr gerne. Der Duft ist, naja, es ist jetzt nicht schlimm, aber es ist jetzt auch nicht das Beste, was man riechen kann. Aber es gleicht die Haut irgendwie aus, es beruhigt die Haut, es tut der Haut gut und als Gesichtswasser einfach echt top.
Und ja, werde ich mir auf jeden Fall nachbestellen, weil ich mag dieses Rosenwasser sehr, sehr gerne. Dann hatte ich hier einmal bei der Apotheke eingekauft und habe gratis diese Seife dazu bekommen. Und zwar die Capus Almondoid. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und die Seife riecht unheimlich gut. Also man riecht es immer noch, die Verpackung. Es riecht so lecker nach Mandel und nach diesem Mandelöl, wie man es auch von, ich glaube, Kneipp hat es im Angebot. Dieses Mandelöl riecht, genauso riecht das hier auch. Und es riecht so lecker. Und die Hände fühlen sich danach, nach diesem Waschen, so extrem sauber an und gepflegt und überhaupt nicht ausgetrocknet. Also das mag ich sehr, sehr gerne. Und da kann ich mir vorstellen, hier nochmal Seifen nachzukaufen. Dann habe ich auch einmal Kosmetiktücher aufgebraucht. Ich glaube nicht einmal, ich habe es glaube ich mehrere Male aufgebraucht, aber gleich weggeschmissen. Und ja, das Design fand ich so schön sommerlich und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schade, dass ich hier keine weitere Box mehr bekommen habe. Ja, aber auch die muss jetzt gehen, weil der Boxen brauche ich nicht aufheben. Dann habe ich einmal aufgebraucht von Essence das Keep It Perfect Make-up Fixing Spray. Finde ich an sich nicht schlecht, weil es sorgt halt einfach dafür, dass Puder und Foundation sich vermischt und das halt es nicht so ein pudriges Finish hinterlässt. Und ja, aber ansonsten von der Haltbarkeit her habe ich jetzt hier keinen Unterschied gemerkt, wenn ich das drauf hatte. Wie gesagt, einfach das Finish war halt schöner, ebenmäßiger, gleichmäßiger, was mir halt sehr, sehr gut gefallen hat. Dann hatte ich einmal auch in der Glossy Box diese Rodial Glamour Lash Mascara XXL. Die fand ich echt gut. Aber es ist jetzt kein Produkt, was ich nachkaufen würde, weil günstigere Mascara den Job genauso gut machen. Dann nochmal eine Tuchmaske von Montagne Jeunesse. Das war die Tuchmaske mit roter Tonerde. Auch die mag ich sehr gerne. Hat wirklich eine gute Tiefenreinigung. Es reinigt wirklich gut die Haut und hinterlässt so ein ebenmäßig, gleichmäßiges, gereinigtes, weiches Hautgefühl zurück. Und deswegen mag ich diese Tuchmaske mit diesem Schlamm eigentlich immer oder Tonerde immer sehr, sehr gerne. Und ja, auch die wird mit Sicherheit wieder nachgekauft. So, dann kommen wir noch zu Badeprodukten. Und so habe ich hier von Dresden Essences Taufrisch aufgebraucht. Und es riecht so unglaublich frisch. Und ich habe mir das jetzt auch letztens nachgekauft bei Rossmann. War es nämlich im Angebot bzw. im Ausverkauf, weil ja die Winterdüfte kommen. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne und freue mich schon aufs nächste Bad. Dann auch aufgebraucht, auch von Dresden Essenz, ein Bad, das Aroma Schaumbad mit sinnlichem pflegenden Duft. Auch das war sehr, sehr gut und richtig angenehm und lecker. Und ja, mag ich, also die Dresden Essenz Badessenzen mag ich einfach sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier aufgebraucht von Balea die Augengel-Pads. Ja, die hatte ich auch mal in einer Box drin, in dieser Blogger-Boxen, die es mal gab, oder YouTuber-Boxen letztes Jahr. An sich fand ich die gut. Also es hat gekühlt unterm Auge, aber es hat jetzt bei mir keinen Effekt hinterlassen. Also es war so für eine halbe Stunde wirklich so ein schönes Hautgefühl und danach war es wieder weg. Also es hat mir jetzt persönlich nichts gebracht. Ja. Dann hatte ich einmal von L'Oreal die Probe drin, und zwar die Peelingmaske Tonerde Absolut, die rote. Ja, also für gelegentlich zum Anwenden finde ich sie ganz gut, ansonsten finde ich sie für mich zu viel. Also die brauche ich jetzt persönlich nicht, aber sie hat ein schönes Hautgefühl hinterlassen, hat gereinigt, hat sauber gemacht und ja, fand ich deswegen nicht schlecht. Dann aufgebracht von Kneipp die Gelenk- und Muskelwohl-Anika-Badekristalle. Ich hatte eine Zeit lang extreme Schulterschmerzen und da habe ich mir immer öfter so ein Bad genommen. Ich habe mir aber auch das jetzt als so eine Flasche geholt, einfach weil die Tütchen sonst so im Nichts verschwinden, weil ja, da ich es momentan einfach öfters gebraucht hatte. Genau. Aber wer einfach nur so zwischendurch sowas haben möchte, für den sind diese Tütchen optimal. Dann habe ich mir einmal bei Action gekauft, hier von Kneipp, die Feuchtigkeitsmaske mit Aloe Vera und Jojoba. War sehr, sehr gut und ich hätte gern dieses zweite Sachet hier unten verwendet. Aber meine Katze ist draufgesprungen. Ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann. Hier
da ist ein Loch drin und deswegen möchte ich die jetzt einfach nicht mehr verwenden und wird deswegen auch aussortiert, aber ansonsten fand ich sie sehr, sehr gut, aber sie ist bei unserem Action nicht mehr und hier bei uns in der Drogerie habe ich es noch nicht gefunden. Auch bei Action mitgenommen, diese Peel-Off-Masken von Montagne de Jeunesse, habe ich bei uns hier auch noch nirgends gefunden. Weder bei Müller noch bei DM noch bei Rossmann. Ich glaube, DM hat Montagne de Jeunesse gar nicht. Fand ich sehr, sehr gut. Auch die haben ein richtig schönes Hautgefühl hinterlassen und man konnte die Maske halt einfach abziehen, was halt noch praktischer ist, weil keine Rückstände bleiben. Und ja, wenn ich sie nochmal finden würde, würde ich sie mir auf jeden Fall nachkaufen. Dann habe ich hier einmal aufgebracht von Garnier die Tuchmaske Skin Active Hydro Bomb mit Lavendel, glaube ich das, genau, Lavendelöl und Hyaluronsäure. Auch die war richtig gut, also der Duft war richtig angenehm und hat ein wunderbar durchfeuchtetes Hautgefühl hinterlassen und die werde ich mir mit Sicherheit auch nochmal nachholen. Dann habe ich hier diesen Nose Strip aufgebraucht von Balea, die mag ich auch sehr gerne, denn also ich habe halt hier auf der Nase halt schon öfters noch Unreinheiten, auch wenn ich im Rest des Gesichts eher trocken bin. Aber die nimmt die Unreinheiten weg und sorgt halt wirklich dafür, dass es einfach mal wieder ein bisschen sauberer ist. Ne? Genau. Und da merkt man halt auch wirklich was. Bei anderen Nose Strips habe ich bis jetzt nicht diesen Erfolg gehabt und deswegen kaufe ich mir die hier immer wieder nach. Dann habe ich hier einmal aufgebraucht von Evelyn diese Nagelfeile. Die feilt nicht mehr, deswegen sortiere ich die jetzt aus. Auch aufgebraucht hier die Heilherde-Maske von Nuvos, die SOS Detox-Maske. Die mag ich echt sehr gerne. Also die ist richtig, richtig gut und auch die hat so ein, ja, wie es hier draufsteht, reinigt Poren tief. Das merkt man auch. Also die Haut fühlt sich richtig gut an, Unterlagerungen sind weg. Und mag ich echt gerne und habe ich auch schon wieder hier. Dann habe ich einmal aufgebracht von Barfuß diese Melonenmaske. Also der Duft war echt gut. Pflegewirkung war nichts. Also da habe ich nichts gemerkt. Leider, also ich habe es wirklich die ganze Nacht drauf gehabt. Aber es hat halt bei mir keinen wirklichen Effekt gehabt. Deswegen werde ich mir von denen keine Masken mehr nachkaufen. Dann auch aufgebracht von Isana, das Lip Patch. Ja, ist mal eine ganz lustige Aktion und man hat danach wirklich auch so ein durchfeuchtetes Lippengefühl, aber es hält halt auch nicht lange her. Ja, würde ich mir jetzt deswegen auch nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich hier einmal aussortiert von Alessandro, das Veggie Carrot und Orange Nagelcreme. Also die ist halt extrem fest geworden, man kriegt da wirklich nichts mehr raus. Und ja, leider, also ich könnte mir vorstellen, die auch nochmal nachzukaufen oder auch in einer anderen Duftrichtung, weil die hat wirklich die Nagelhaut echt gut gepflegt, war reichhaltig für meine Haut. Aber irgendwie habe ich es hier hinten im Schub vergessen und letztens wieder vorgekramt und ja, also es ist leider nicht mehr zu gebrauchen. Und deswegen muss ich es leider aussortieren. Dann auch aussortieren werde ich diesen Augen-Make-up-Entferner. Der brennt mittlerweile bei mir in den Augen wie Hölle. Und ich weiß noch nicht, seht ihr das hier? Das müsste eigentlich so dunkelblau sein. Und es hat sich irgendwie verfärbt. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch einfach gekippt ist. Und ja, werde ich mir auf jeden Fall nicht mehr nachkaufen, weil es bringt mir nichts, wenn ich ein Produkt verwende, was in meinen Augen brennt und das tut es leider. Früher habe ich das wirklich geliebt und ich habe mich gefreut, dass ich den wieder bekommen habe, aber er tut mir einfach nicht gut und deswegen sortiere ich das Produkt aus. Dann hatte ich das hier auch in einer YouTuber-Box drin und zwar das Hallo Sonnenschein Limette und Ingwer und das habe ich lange aufgehoben und das ist lange. Ich habe es letztes Jahr im Oktober, glaube ich, gekriegt und erst jetzt diesen Sommer hergenommen, aber ich fand es richtig. Also es war so ein richtiger frischer Kick für den Morgen. War richtig angenehm, richtig lecker zitronig und der Ingwer und also echt super. Also ich hätte es mir, glaube ich, nie selber gekauft und ich habe erst gesagt, nee, das mag ich nicht und das kriegt mein Freund und dann habe ich es aber trotzdem selber verwendet und ich fand es echt mega gut und ja. Das werde ich mir, wenn es nächstes Jahr im Sommer nochmal gibt, werde ich es mir nochmal nachholen. Für den Herbst, für den Winter finde ich es jetzt nicht so
Da möchte ich eher so wärmere, angenehmere Düfte und deswegen, aber das für den Sommer, echt ein super Tipp. Ja, und dann haben wir auch schon das letzte Produkt und das hier ist von Alverde, die Klostergarten Melisse und Wildthymian Dusche und die mochte ich auch so gerne. Also das ist auch so ein richtig frischer Duft und den habe ich im Fitnessstudio immer dabei gehabt, weil dann auch nochmal so alles so ein bisschen belebt wird, finde ich. Und das finde ich richtig gut und ja, habe ich auch noch mal ein Backup von und ja, freue mich schon, das wieder zu verwenden, aber das ist echt mega gut. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht mehr geschaut, ob man das noch kriegt, also ich habe es nicht mehr gesehen, aber wenn ihr sowas nochmal bekommt, dann guckt euch das mal an, also es riecht richtig, richtig lecker. Ja, ihr Lieben, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, dann weiß ich, dass euch solche Art von Videos gefällt. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt und noch kein Abonnent von meinem Kanal seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch beim nächsten Mal dann auch wieder begrüßen zu dürfen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!